Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Woche bei Finance TV. Ja, die Märkte sind eine Bombenverfassung, die Aktienmärkte, die Bondmärkte, überall herrscht Party. Aber wir fragen uns, wie lange kann das auch so weitergehen? In welcher Verfassung sind die Märkte wirklich? Und wo sind sie denn, die schwarzen und die grauen Schwäne, die die Party ganz schnell beenden könnten? Das ist das Thema unserer heutigen Sendung. Und unser Studiogast ist Stefan Keitel, der Chief Investment Officer der Berenberg Bank. Herzlich willkommen bei uns im Studio. Dankeschön. Wir haben ja zwei, drei große Themen, die die Märkte in den letzten Monaten getrieben haben. Die Halbierung des Ölpreises, der Verfall des Euro, die QE-Maßnahmen der Notenbanken, zuletzt der EZB. Kann man sagen, wir haben eine politische Börse im Moment? Nun, also zumindest ist die Börse, jetzt gerade die europäische Börse, vor allem die Eurozonenmärkte und auch unser deutscher Heimatmarkt, sehr, sehr stark durch diese gerade von Ihnen genannten Sonderthemen befeuert worden. Natürlich sollten wir auch nicht vergessen, dass sich das makroökonomische Umfeld verbessert hat. Wir sehen schon mehr als nur kleine Silberstreifen am Eurozonenhorizont. Aber klar, die Sonderthemen sind dafür verantwortlich, dass wir seit Oktober, November, wo wir eigentlich die letzte Rücksetzbewegung hatten, kräftige Rücksetzbewegung, eben 40-50% nach oben gelaufen sind. Erhöht das das Risiko, dass es auch mal wieder deutlich runtergeht an den Märkten, wenn zum Beispiel die Geldpolitik sich mal wieder verändert oder der Ölpreis nennenswert zulegen sollte? Ja, also zumindest würde das dann bedeuten, dass wir mal wieder mehr Schwankungen sehen. Also dann hätten wir eine ähnliche Marktsituation, würde ich einschätzen, wie im abgelaufenen Jahr 2014. Das war ja jetzt auch keine Rosa-Rot-Situation. Wir hatten dort sehr schwankungsintensive Börsen, insbesondere in Europa. Und genau das könnte ich mir dann vorstellen, wenn diese Zinsdiskussion kommt, respektive wenn wir Ölpreise wieder auf anderen Levels sehen würden, was wir übrigens nicht glauben. Aber klar, wir sollten jetzt nicht vergessen, dass der Markt die positiven Faktoren eigentlich fast vollumfänglich eingepreist hat, diverse Risikofaktoren aber genauso vollumfänglich ausgepreist hat. Und das zeigt, dass der Spielraum nach oben, zumindest kurzfristig betrachtet, kleiner geworden ist. Es gibt Leute, die erinnert die aktuelle Marktsituation so ein bisschen an 2011, wo wir auch die Griechenland-Krise hatten, auch das Thema auf Fukushima zum Beispiel, Sorgen, die ausgeblendet wurden, auch durch die damals lockere Geldpolitik der Amerikaner, die Märkte nach oben gingen. Und plötzlich gab es im Sommer einen ganz unscheinbaren Auslöser, dass die USA ihr AAA-Rating verloren hatten, was damals schon absehbar war. Und die Märkte gingen innerhalb von ein paar Wochen 20-30% runter. Ist das eine Situation, auf die wir gerade wieder zusteuern? Und sagen wir mal so, ich glaube, die Situation ist jetzt nicht so ganz vergleichbar mit der Situation 2011. Sie sagen zu Recht, klar, da war das Sonderthema USA, aber wir hatten natürlich auch die Eurozonensituation in einem ganz anderen Zustand. Wir hatten Notenbanken, die zwar schon Krisenmanagement gemacht haben, aber natürlich nicht so intensiv flankiert haben und auch die Brandmauer noch nicht so gebaut hatten. Also ich denke, dass man mittlerweile die Stärke hat, um mehr abzufedern. Aber Rücksetzer, wie wir das zum Beispiel im Oktober 2014 gesehen haben, das ist eher mein Szenario, 15-18% mal im Schnitt, und zwar vielleicht sogar auch über die globalen Märkte. Das ist was, was wir uns eben sehr, sehr gut vorstellen könnten. Und da sind es eben nicht nur diese Sonderthemen, die Sie jetzt angesprochen hatten, dass dann Ölpreis vielleicht wieder nach oben oder eben so eine aufkeimende Zinsdiskussion, gerade auch in Richtung USA, sondern ja, das kann geopolitisch bezogen sein, das kann eine politische Diskussion sein, das kann die Angst sein, dass die Renditen vielleicht generell betrachtet, auch die deutsche Bundesanleihe mal wieder relativ schnell nach oben zieht. Und vielleicht braucht es auch gar keinen echten Trigger. Also vielleicht ist es einfach nur so, dass der Marktteilnehmer erkennt, das, was ich eben auch eingeworfen habe, es ist einfach zu viel eingepreist und alles ging ganz einfach etwas zu schnell und der Markt braucht einfach nur eine Pause. Weil manchmal geht es eben auch ohne Trigger entsprechend auch in die Richtung nach unten und auch das ist ja letztendlich auch im Oktober 2014 passiert. Was für einen Trigger könnten Sie sich denn vorstellen oder haben Sie irgendeinen so ein bisschen im Hinterkopf, ein Kapitalmarktereignis wie damals das AAA-Dilemma der USA, das sich andeutet, was aber einfach ignoriert wird, was viele Leute zwar kommen sehen, aber nicht wirklich für ernst halten. Gibt es sowas im Moment? Also ich glaube auf jeden Fall an eine Renaissance, was die Diskussion betrifft in den typischen geopolitischen Krisenfeldern Ukraine, Russland, respektive auch eine noch nicht ausgestandene Situation in der Eurozone. Griechenland ist ein Thema, sehen wir alle, spitzt sich ja eher zu. Ich warne auch davor, zu blauäugig zu sein, dass das überhaupt gar keine Überschwappeffekte nachher mit sich bringt, wenn wir wirklich über einen Grexit oder einen Griechenland-induzierten Stress reden. Also ich glaube, für Volatilität ist das in jedem Fall gut. Und wenn das dann noch einhergeht mit der ein oder anderen Diskussion auf der Zins-, auf der Anleihen-Rendite-Seite, dann hätten wir ja so einen Cocktail, der dann letztendlich zumindest mal für eine Pausenbewegung an den Aktienbörsen sorgt. Das ist nicht der klassische schwarze Schwan, also nicht diese dramatische Entwicklung, dass auf einmal irgendwas um die Ecke kommt, womit keiner rechnet. Aber es ist zumindest eine Kombination von Faktoren, dass man sagt, okay, die Gemengelage hat sich verschärft,
verschlechtert. Und das jetzt unter Einbeziehung der Tatsache, dass die positiven Faktoren eingepreist sind und der Markt 4-5 Monate ohne Pause gestiegen ist, macht die Märkte dann entsprechend rückfällig. Sie sprechen mit sehr vielen Investoren als Investmentstratege. Ja, in was für einer Verfassung sind die denn gerade psychologisch? Sind die in so einer Halb-Acht-Stellung mit der Hand am Verkaufsbutton, weil sie jederzeit befürchten, dass die Party vorbei ist? Oder sind die so nochmal angefixt durch die gute Performance der letzten Monate, dass die eigentlich sehr stark sorglos im Moment unterwegs sind? Ich glaube, das trifft das, was Sie sagen, sorglos. Also diese Sorglosigkeit spüren wir. Was wir allerdings nicht spüren, ist Euphorie. Und was wir auch sehen, ist, dass natürlich schon immer noch viel über Risiko diskutiert wird. Also von daher, man ist jetzt nicht höchst blauäugig. Also einige Investoren sind durchaus draußen, die dabei sind, aber sich nicht so 100% wohlfühlen, weil man ganz einfach auch die Problemfelder sieht. Also von daher ist das im Moment ein Muster auf die Sentimentsindikatoren bezogen, was jetzt zumindest kein extrem Alarmsignal gibt. Aber ich warne auch davor, immer nur diesen Anlagenotstand zu preisen, immer nur darauf hinzuweisen, dass es ja gar keine andere Möglichkeit gibt, als in Aktien zu investieren, weil es ganz einfach alternativlos ist. Es kommt immer auf den Blickwinkel an. In dem Moment, wenn ich aus den jetzt mehrfach genannten Gründen mal eine Rücksetzbewegung habe von 10-20%, dann ist eine schwarze Null schon eine echte Alternative und auch eine gute Alternative. Und ich glaube, dass sehr, sehr viele Investoren, gerade die institutionellen, auch ein sehr hohes Gewicht auf ihr Risikomanagement legen und auch unter anderem deshalb die Aktienquoten entgegen der Situation auf der Anleihenseite erhöht haben, weil auch Risikomanagement auf der Aktienseite wegen der Liquidität besser möglich ist. Und das sollte man nicht vergessen. Das heißt, ich glaube auch nicht an diese 3-5% Korrekturen, dass die immer wieder abfolgend auftauchen. Ich könnte mir vorstellen, wenn da mal die Dominosteine fallen und dann der Fokus auf Risikomanagement gesetzt wird und die schwarze Null sehr wohl wieder eine Alternative ist, dann sind wir eben sehr schnell nochmal zurück im Oktober 2014 mit einer 10-15-20%igen Korrektur. Gibt es irgendein Schockereignis, vor dem Sie persönlich Angst haben, von dem Sie sagen, wenn das eintritt, dann kriegen wir eine ganz andere Marktverfassung und dann sind wir sofort im starken Risikomodus? Also weg von den geopolitischen und politischen Risiken sehe ich da die Zins- bzw. die Renditeseite. Also die Notenbanken halten die Zinsen auf absehbare Zeit tief. Also da bin ich wirklich davon überzeugt. Aber der Kapitalmarkt am längeren Ende, der ist flexibler, der ist selbstständiger, der ist unabhängiger. Natürlich wird er eingegriffen, aber was ich nicht ausschließen will und kann, ist, dass wir vielleicht doch auf einmal sehr schnell wieder mindestens ansatzweise über Inflation reden, dass das die Kapitalmärkte letztendlich auch verarbeiten, dass da so eine kleine Schocksituation kommt, dass vielleicht ein paar Dinge dann doch wieder schneller gehen und die Anleiherenditen auf einmal schneller anziehen. Und dann sind wir natürlich schon in der Situation, dass der Anleiheinvestor und sehr viele sind ja noch in die Anleihen gelaufen, weil die EZB ja auch letztendlich hier wiederum entsprechend sich positioniert hat und immer wieder Kursgewinne möglich waren, dann gibt es hier einen Schock und Kursverluste und gleichzeitig aufgrund des geänderten Stimmungsbilds eben auf der Aktienseite. Das ist die besondere Herausforderung für die Vermögensverwalter, die ja mit ihrer Multi-Asset-Strategie zurechtkommen müssen. Das wäre eine große Herausforderung, wenn eben auf der Anleihenseite und auf der Aktienseite simultan betrachtet auf einmal Ungemach droht und das wäre so ein kleiner schwarzer Schwan. Endspurt, die letzten drei Fragen von Finance TV mit der Bitte um die ganz kurze Antwort für Sie. Die erste Frage, geht die Party an den Aktien- und den Bondmärkten für den Rest des Jahres weiter? Nein, für den Rest des Jahres eher Schwankungsintensität, aber längerfristig geht an der Aktie kein Weg vorbei. Die zweite Frage, sind die Kapitalmarktinvestoren im Moment gefährlich sorglos? Sie sind sorglos, wie gesagt, noch nicht gefährlich sorglos, aber wir haben ein Auge drauf und diese sorglose Verfassung stimmt uns eher pessimistisch. Und die letzte Frage, werden die Aktien- und Bondmärkte auf Talfahrt gehen, sobald die US-Notenbank erstmals die Leitzinsen erhöht? Auf Talfahrt würde ich nicht sagen, die Aktien aber schwankungsintensiv mit diesen Kursrutschen 10-15%, gegebenenfalls auch 20. Bei den Anleihen bin ich durchaus pessimistischer. Also ich glaube, dass das Zeitalter der Anleiheninvestition zu Ende geht. Danke für Ihre Einschätzung, Stefan Keitel. Gerne. Danke Ihnen auch fürs Zuschauen. Sie haben es gehört, seien Sie nicht so sorglos. Alles Gute für den Rest der Woche und schauen Sie beim nächsten Mal wieder rein bei Finance TV. Tschüss.